Hallo Leute, heute mache ich euch diesen Look, inspiriert vom Bonbon-Look von Benidora. Benidora ist eine Make-up-Schule und auch eine Make-up-Linie. Die haben mich angeschrieben und mal gefragt, ob ich die Produkte mal testen möchte. Sehr gerne natürlich. Das mache ich heute mit euch hier live vor der Kamera. Bis auf die Foundation, die habe ich schon getestet und dazu werde ich hier dann was sagen. Ich habe sie schon mehrere Wochen getragen, um euch dann eine Review machen zu können. Das findet ihr dann jetzt, also das werdet ihr auch im Laufe des Videos sehen. Ich wollte euch noch sagen, ich fand die Produkte recht interessant, weil sie sehr professionell wirkten, was sie auch sind. Sie sind alle made in Germany, was cool ist. Also ist immer ganz gut, ne, irgendwie. Ist ja wenig made in Germany. Und die Sachen erinnern so ein bisschen an Make-up Forever oder La Masca, sowas, ne? In dem Stil, es gibt wirklich eine riesen Farbauswahl, was auch die Lidschatten betrifft und so weiter. Es ist echt extrem. Und man hat auch dieses System wieder mit solchen, wo man sich dann selber die Palette zusammenstellen kann, was ganz cool ist. Und sogar auch Lippenfarben kann man in die Palette einsetzen. Das finde ich cool. Also man kann Lippen-, Augen- und Wangenprodukte in die Palette setzen, die aber alle die gleiche Größe haben. Das finde ich so richtig genial. Also die sind nicht, eins ist kleiner, eins ist größer, so wie bei MAC zum Beispiel oder sogar auch bei Inglot der Fall. Ich finde es ganz gut, dass sie alle eine Größe haben und du kannst halt alles komplett dann in eine Palette verstauen. Finde ich genial. Ja, wie gesagt, ich mache euch heute den Look und sage euch, wie die Dinge sich verhalten. Also ihr werdet es ja auch sehen im Laufe des Videos. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und viel Spaß beim Tutorial. Bis dann. So, ich fange erstmal mit der Foundation an. Habe ich jetzt noch nicht drauf. Ich habe jetzt nur Feuchtigkeitscreme drauf, schon als Basis. Und zwar ist es die Benidora HDTV Make-up. Das HDTV Make-up. In der Farbe 220. Glücklicherweise passt es sehr gut, also es wurde sehr gut für mich ausgesucht. Ich wollte euch nochmal zeigen von dem Prospekt, es gibt sehr viele Farben zur Auswahl. So, erinnert mich ein bisschen so an Make-up Forever oder ein bisschen La Masca mäßig, weil es gibt auch wirklich hier eine weiße oder richtig dunkle oder sowas Peachiges zum Reinmischen für den perfekten Hautton. Also um das wirklich perfekt abzumatchen. Man kann auch hier, es gibt auch Studio Make-up, das wollte ich euch noch zeigen, in so einer Form, so einer Cremeform, so einem Tiegel. Aber das ist jetzt das Flüssig Make-up. Und dann gibt es noch Puder als Foundation. Wirklich sehr viel Farbauswahl. Das finde ich sehr gut. Also wirklich, wenn ihr mal was sucht, wenn ihr Probleme habt mit eurer Farbe, dann werdet ihr da eventuell fündig. Also es ist eine sehr flüssige Foundation. Ich mache das Video auch jetzt erst. Ich habe die Produkte schon viel länger da. Wie man vielleicht auch sieht, habe ich schon viel benutzt. Ich habe das die letzten Tage benutzt oder Wochen sogar schon. Ich wollte das so machen, um euch dazu auch schon eine Review zu geben zu der Foundation. Also ich trage sie hier mit dem Sigma. Wie heißt der nochmal? Ah ne, das ist nicht der Sigma, sorry. Das ist der von der Becky. So. Als erstes ist mir aufgefallen, dass die Foundation sehr stark duftet. Also den Duft muss man mögen. Sehr fruchtig aber. Sehr ungewöhnlich, finde ich, für eine Foundation. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, diesen Duft. Aber gefällt mir ganz gut. Also glücklicherweise ja. Ich bin ja immer so empfindlich mit Düften. So, ich verteile das halt jetzt auf die Stellen oder im ganzen Gesicht eigentlich. Ich tupfe mal hier auf, wo es ein bisschen mehr nötig ist. Und den Rest verblende ich dann schön. Die Deckkraft, wie ihr seht, ist schon recht hoch, sage ich mal. Also mittel bis hoch. Man kann sie leichter auftragen. Ich habe für Zeiten, wo ich nicht so stark deckend haben wollte, habe ich sie gemischt. Ganz gerne, was ich immer mache mit den Luster Drops von MAC. Das gibt so ein schönes Dewy Finish. Allerdings ist das Finish hier auch nicht matt. Also man hat schon so einen Seidenglanz, sage ich mal. Die Farbe passt ganz gut 1:1, sage ich mal jetzt. Also ich bin jetzt gerade am Abschwächeln von meiner Selbstbräuner-Aktion. Und dann passt es ganz gut. Also es passt meinen Original-Hautton. So, das ist jetzt die Foundation so aufgetragen. Natürlich glänzt sie noch etwas, man muss sie dann setten. Aber die Deckkraft ist recht gut. So würde es mir auch langen. Man kann es noch mehr aufbauen natürlich, wenn man ganz starke Deckkraft haben möchte, aber so langt es mir. Ich kann schon mal sagen, als Review,
Sie hält wirklich den ganzen Tag. Ich habe, wenn ich sie morgens auftrage, auf jeden Fall abends noch so das Gefühl, da ist was drauf. Das ist nicht weggewischt oder so. Wenn man gut settet mit dem Puder, ist es auf jeden Fall so. Sie fettet auch nicht nach, was sehr gut ist. Ich weiß gar nicht, ob sie ölfrei ist. Das muss ich nochmal schauen. Werde ich dann hier reinschreiben, falls es so ist. Jedenfalls fettet sie nicht so stark nach. Ich muss nicht so oft nachpudern. Also ich bin recht zufrieden. Das gefällt mir sehr, sehr gut eigentlich. Gefällt mir allerdings besser, wenn ich sie mische dann mit meinen Luster Drops. Dann gefällt mir das Finish extrem gut. Aber so, das ist jetzt das so. Ich fülle jetzt meine Augenbrauen aus. Wie das geht, habe ich in einem Tutorial schon mal gezeigt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Werde ich in die Infobox verlinken. Aber wir sehen uns dann gleich. So, die Augenbrauen habe ich ausgefüllt. Jetzt gebe ich erstmal als Base Painterly Paint Pot von MAC drauf für die Augen. Ich habe mich inspirieren lassen von dem Look, der auf dem Prospekt ist. Den da. Da hatte ich noch so ein Kärtchen dazu bekommen. Moment. Das nennt sich der Bonbon-Look. Hier ist sogar auch aufgelistet, wie es gemacht wird, welche Produkte. Aber ich lasse mich jetzt nur inspirieren. Es gibt noch so eine andere Version, Nighttime sozusagen. Aber ja, ich mache das so abgewandelt. Wie gesagt, als Inspiration. Ich fand das sehr, sehr schön, aber so eins zu eins mache ich das jetzt nicht nach. So, dann gibt es natürlich extrem viele Lidschatten von Benidora und es gibt solche Paletten. Ich glaube, es gibt noch... Moment, also das hier ist die Vierer-Palette, wenn ich mal aufkriege. So, so sieht die aus. Die kommt mit einem Spiegel und hat halt hier richtig große... mal zum Vergleich, Moment... zu einem MAC-Lidschatten. Das ist ein MAC-Lidschatten, so richtig groß. Und man kann die auch auswählen, also man kann die rausmachen, wie bei Inglot ungefähr. Und ihr könnt selber zusammenstellen. Es gibt auch Einer-Dosen, die sehen so aus. Da habe ich auch eine bekommen mit einer Farbe. Also das ist die Einer-Dose, die kommt halt mit so einem Magnet und hier ist durchsichtig. Und das wäre jetzt eine Farbe. Das kommt so wie diese Inglot-Lidschatten auch, so. Und dann kann man die einsetzen. Man kann auch das Gute, was ich wirklich toll finde, ist, dass die Blushes, so wie dieser hier, die gleiche Größe hat wie die Lidschatten. Das heißt, ihr habt dann wirklich eine Palette hier. Das sind jetzt drei Lidschatten und ein Blush. Das finde ich geil. Nicht wie bei MAC, dann sind die so groß und dann braucht man eine extra Palette und so. So habt ihr das dann alles zusammen in einem. Das finde ich echt genial. Und man hat so eine riesen Auswahl. Ich kann euch mal zeigen. Von der Qualität kann ich noch nicht viel sagen. Das werden wir jetzt live so erstmal jetzt hier testen. Ich werde aber schreiben, weil das Video ist natürlich dann schon fertig gedreht und dann weiß ich, wie lange es gehalten hat. Ach so, und hier sind die Paletten nochmal. Ja. Am besten, ihr geht mal auf die Seite und dort würde ich euch empfehlen, vielleicht den Katalog anzufordern, weil ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Seite ist etwas unübersichtlich, was Farben und so betrifft. Bisschen schwierig zu sehen. Ich glaube, im Katalog ist es einfacher zu, ja, irgendwie so die Farben zu erkennen. Jedenfalls fange ich jetzt mal an, so wie der Look ist. Ich nehme die erste, die hellste Farbe erstmal hier, die heißt Vanille. Und gebe die auf mein ganzes Lid als Basis. Das ist immer ganz gut beim Matten, also das sind ja alles nur matte Töne. Dann lässt es sich einfacher verblenden, also generell als kleiner Tipp vielleicht. So, ich gebe das bis hoch in die Augenbraue, das ist dann automatisch schon mein Augenbrauen-Highlighter. Ich finde das eine sehr schöne Farbe, ist ähnlich wie MAC Brûlé. So, dann nehme ich einen flachen Lidschattenpinsel. So. Und nehme das Grün auf, das ist Linde, sehr passender Name. Ich liebe solche Farben. Und gebe das hier aufs bewegliche Lid und zwar ein bisschen bis in die Lidfalte rein. Und man sieht, es verteilt sich sehr schön dadurch, dass man halt diese Base gemacht hat vorher. Sonst wird es manchmal etwas fleckig mit matten Lidschatten. Ich kann schon mal sagen... zu den Lidschatten. Die haben einen echt extremen Geruch, also sehr gewöhnungsbedürftig und das habe ich auch noch nie gerochen irgendwie vorher. Die riechen so ein bisschen seifig. Bisschen unangenehm, aber aufgetragen. Jetzt spürt man es zum Glück nicht mehr so. Also in die Lidfalte rein und hier verblende ich das dann schon. Und zwar halte ich dann den Pinsel so schräg und blende das so rein. Dann verblendet sich das automatisch mit dem Vanille. Man muss nicht noch großartig mit einem anderen Pinsel nachblenden. Und jetzt nehme ich das Petrol auf. Und der heißt, die Farbe Gigolo.
Also die Farben sind sehr hochpigmentiert, kann ich auch sagen. Besonders, also ich habe es schon mal geswatcht und alle Farben, die ich jetzt hier hatte, sind sehr gut pigmentiert. Man muss also aufpassen, nicht zu viel zu nehmen. Und das gebe ich jetzt hier unten hin. Es war sogar schon ein bisschen zu viel. Ich lasse es erstmal so und dann verblende ich gleich. Also am unteren Wimpernkranz entlang. Und dann, das mache ich jetzt hier einfach, fahre jetzt hier so hoch. So. Also es sieht jetzt erstmal komisch aus, aber wir wollen erstmal nur die Farbe platzieren, weil danach blenden wir einfach. So, jetzt nehme ich einen Blendpinsel und verblende das hier unten. Schön soft sollte das nur aussehen, deswegen gut blenden. Und hier hinten auch, hier so rein. Jetzt nehme ich noch diesen Einzellidschatten, der nennt sich Drama. Das ist so ein dunkles Lila, sehr coole Farbe, ich liebe das. So ein Elektro-Lila, sage ich dazu. Sieht man jetzt wahrscheinlich schlecht in der Kamera. Und nimm so einen Eyeliner-Pinsel, dipp hier so rein und nimm das als Eyeliner, also ziemlich nah am Wimpernkranz entlang fahren. Das verdichtet die Wimpern nochmal, ohne dass wir einen Eyeliner da hinsetzen müssen. So sieht es dann aus. Jetzt verblende ich den nochmal ganz leicht, wirklich nur so soft, damit der Eyeliner nicht zu stark ist und er schön mit dem Grün, mit der Linde sich verblendet. Das war's. Jetzt Wimpern tuschen. Ich nehme die MAC OS Naughty Mascara. Wimpern sind getuscht, oben und unten. Jetzt nehme ich den Lidschatten, wie heißt der? Bonbon. Genau. Das ist das kräftige Orange. Ich gehe nur ein bisschen mal rein. Aufpassen. Setze das hier auf die Apfelbäckchen an und ziehe das ein bisschen hoch. So, und jetzt T-Zone abpudern. Dann nehme ich das Laura Mercier Puder, um alles zu setten. Um natürlich nicht mehr zu glänzen. So sieht es aus. Und jetzt bei den Lippen, ich habe zwar hier die Sachen auch für den Look da gehabt, also diesen Konturenstift, ich kann es euch mal zeigen, aber ich finde irgendwie, das passt nicht so gut, ich weiß nicht, also so ist es ja gemacht, ja, mit diesem, so einem dunklen Konturenstift und dann den Lippenstift, der ist irgendwie zu metallisch, ich weiß nicht, guck mal, wie krass es aussieht, finde ich irgendwie, weiß nicht, also ich hätte den Look so nicht getragen unbedingt, deswegen mache ich es ein bisschen anders, ich nehme einfach so einen Tender Tone von MAC in Hush Hush, man kann auch einen Lipgloss nehmen. Ich finde, weil es glänzend ist, passt schon ganz gut, weil alles oben matt ist. Aber von den Farben her finde ich das jetzt nicht so passend. Ich finde sowas Schlichtes besser. Deswegen mache ich es jetzt so. Und das wäre mein fertiger Look. Inspiriert von dem. So, ich hoffe, euch hat der Look gefallen. Wie ihr seht, er ist farbenfroh, aber nicht zu krass. Man kann ihn auf jeden Fall im Alltag tragen. Es macht Spaß, es ist nicht zu dramatisch. Man sieht, es sind zwar Farben da, aber wenn die gut verblendet sind, sieht es gar nicht mal so krass aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und für weitere Videos und Tutorials. Einfach Kanal abonnieren und ihr verpasst nichts. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.